Die Preise steigen. Besonders beim Tanken ist die Inflation zu spüren. Aktuell beträgt die Geldentwertung in Deutschland 4,5%. Das ist der höchste Stand seit 28 Jahren. Besonders heftig fiel im Oktober der Anstieg bei den Energiepreisen aus. Sie haben im Vergleich zum Vorjahr um 18,6% zugelegt. Beim Gas und beim Strom. Ein teurer Winter kommt auf die Verbraucher zu. Und dann sind da generell die Importe. Die Weltwirtschaft kommt wieder in Schwung. Die Nachfrage nach Rohstoffen ein Preistreiber. Und das merken die Verbraucher. Beim Shoppen zum Beispiel. Wer da sein Geld einfach auf dem Konto lässt, der muss damit rechnen, dass es ständig an Wert verliert. Zwei Seiten der Medaille Inflation. Unser Gesprächspartner ist Norbert Hering, Autor und Wirtschaftsredakteur beim Handelsblatt. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Endspiel des Kapitalismus. Beginnen wir bei den Ersparnissen der Deutschen. Die werden von der Inflation aufgefressen. Pro Kopf verliert jeder Deutsche, auch so eine Zahl, durchschnittlich 1.400 Euro jedes Jahr. Wie kommt so eine Zahl zustande? Ja, wenn man viel Geld auf dem Konto hat, meistens sind es mehr als 50.000 Euro, dann zahlt man sogar einen kleinen Negativzins. Und wenn die Inflation 4,5% beträgt, heißt das, dass man mit seinem Geld, das auf dem Konto liegt, in einem Jahr 4,5% weniger kaufen kann. Also man hat fast 5% zusammen mit dem Negativzins seines Geldes verloren dann in einem Jahr. Wie bedrohlich ist so eine Inflationsrate in dieser Höhe? Das kommt darauf an, für wen. Also für den, sagen wir mal, gehobenen Mittelstand, der jenseits seines Hauses, in dem er vielleicht wohnt, noch einiges Geld auf dem Konto hat, tut das schon sehr weh. So für die unteren zwei Drittel der Bevölkerung spielt es keine große Rolle, weil die statistisch gesehen nicht in nennenswertem Umfang Geld auf dem Konto haben. Die paar Euro, die da verlieren, das wird kompensiert dadurch, dass sie ja auch die Zinsen dann nicht zahlen müssen, die man sonst zusammen mit den Gütern, die man kauft, letztlich auch indirekt finanzieren muss. Also für normale Leute ist es viel wichtiger, ob die Löhne mit der Inflation mitsteigen oder nicht. Dennoch wird in Deutschland ja auch darüber diskutiert, wie man denjenigen helfen könnte, die solche Preissteigerungen gerade fürs Heizen jetzt im Winter nicht bezahlen können, wie man die unterstützen könnte. Was halten Sie für sinnvoll? Ja, das ist natürlich eine Verteilungssache, aber letztlich ist dafür eigentlich das Sozialsystem zuständig. Das sollte dafür sorgen, dass Bedürftige genügend Geld kriegen. Das würde eben bedeuten, dass man sich jetzt darum kümmern müsste, die Sätze anzupassen, wenn Leute, die auf Sozialhilfe sind, sich nicht mehr leisten zu können mit den Sätzen, die es derzeit gibt, ihre Wohnung zu heizen, das ist nicht in Ordnung, dann muss man schnell anpassen. Aber das geschieht natürlich immer besonders spät und langsam. Da liegt der Hase im Pfeffer. Wie viel Spekulation steckt in den Energiepreisen? Kaum hatte der russische Präsident Putin letzte Woche angekündigt, die Gaslieferung wieder zu erhöhen, da purzelten die Preise. Ja, typischerweise ist das sehr viel, aber ist schwer nachweisbar. Also gerade Putin ist ein gutes Beispiel. Ich sehe einen Grund für die Inflation und für die Mangelwirtschaft, die wir jetzt überall sehen. Es fehlen Halbleiter, es fehlt alles Mögliche. Man kann kaum noch Fahrräder kaufen und Ersatzteile. Ein Grund sehe ich in den geopolitischen Spannungen, die wir haben. Im Fall Russland ist es der Streit um Nord Stream 2, der vielleicht dazu geführt hat, dass wir aus Russland nicht so viel Gas bekommen haben, wie wir sonst vielleicht bekommen hätten, und dass Russland sein Gas jetzt lieber Richtung China verkauft und dorthin Pipelines baut. Und andererseits, dass es so diesen kalten Wirtschaftskrieg im Hintergrund gibt, der eben dazu führt, dass viele Lieferketten nach China, Russland ist nicht ganz so bedeutend beim Gas, aber schon, dass viele dieser Lieferketten dann unterbrochen und gestört werden. Weil Sie das Beispiel Fahrräder gebracht haben, haben denn die Fahrradhersteller in China kein Interesse daran, uns Fahrräder zu verkaufen? Normalerweise sollte man das schon annehmen. Fahrräder ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Die sind geopolitisch vielleicht nicht so relevant, aber bei den Halbleitern
kann ich mir schon vorstellen, dass es dort auch in gewissem Maße Retourkutschen gibt von der chinesischen Regierung dafür, dass Huawei ausgesperrt wurde, weitgehend aus Europa und den USA, dass man da eben auch ein bisschen vielleicht das ein oder andere nicht liefert, was unsere Industrie dringend bräuchte. Das heißt, Sie Lässt sich glauben, dass schwer da jemand in China nachweisen, sagt, aber. Entschuldigung, wenn ich Sie reingehe, weil ich ja diesen Punkt nochmal verdeutlichen möchte, Sie glauben, dass da jemand in China sagt, du, der du Chip herstellst, die lieferst du bitte nicht an die deutsche Autoindustrie, dann haben die Lieferengpässe. Nicht so in dieser expliziten Art, aber dass gesagt wird, naja, wenn die uns in Amerika und Europa nicht mehr haben wollen, dann produzieren wir eben ein bisschen weniger und dann werden sie schon sehen, was sie davon haben, ähnlich wie mit dem Gas mit Russland. Das würde mich nicht wundern. Nun wächst die Wirtschaft in diesem Jahr nicht so stark wie vorhergesagt ursprünglich, aber im nächsten Jahr, da geht es dann richtig los, sagen viele Volkswirte. Also ist vielleicht von den Engpässen, die Sie gerade beschrieben haben, keine Rede mehr dann. Ja, diese Prognosen sind ja schon, werden immer weiter nach unten angepasst. So richtig stark waren die Zunahme bei den Rohstoffpreisen ja eigentlich bis zum Sommer. Seither hat sich das ein bisschen beruhigt, aber wir spüren jetzt eben die Spätwirkungen. Aber die Tatsache, dass die Euphorie in Sachen Wirtschaftswachstum schon stark nachgelassen hat, hat vielleicht auch dazu geführt, dass es da eine gewisse Beruhigung gegeben hat. Wo sehen Sie denn langfristig Engpässe, die die Produktion und auch die Arbeitsplätze in Deutschland zum Beispiel beeinträchtigen könnten? Ja, sie sind schon da, ne? Also kürzlich kam die Meldung, dass Skoda nicht so viel produzieren kann, trotz starker Nachfrage, wie sie eigentlich möchten, weil sie die Halbleiter nicht haben. Das hat man auch schon von anderen Autoherstellern gehört. Ähnliche Meldungen gibt es auch aus anderen Branchen. Wenn das tatsächlich stattfindet, was ich vermute, dass es so diese Trennung der ökonomischen Sphären zwischen dem von den USA angeführten Westen und China gibt, dann werden wir wahrscheinlich noch mehr davon erleben. Wird das vielleicht Aber das dazu führen, Ganze dass man ist in Deutschland, das ist ja geopolitisch nicht eine, alles. genau, wird es denn vielleicht dazu führen, dass zum Beispiel in Deutschland viele Leute sagen, viele Verantwortliche in Firmen, wir produzieren jetzt die Dinge, die wir bislang aus China bekommen haben, doch lieber zu größeren Teilen hier als vor, sagen wir mal, 3, 4 Jahren? Das ist sicherlich die Idee dahinter. Das geht ja auch stark vom Westen, also insbesondere von den USA aus, diese Entkopplung. Die Idee ist sicher, da weniger abhängig von China zu werden und die Sachen selber zu produzieren. Aber das führt halt in der Zeit, bis das umgesetzt ist, zu Mangelwirtschaft und dann natürlich auch zu stark steigenden Preisen. Aber da gibt es noch einen anderen sehr wichtigen Grund dafür, dass die Preise so stark steigen. Und das ist eben das, was ich das Endspiel des Kapitalismus nenne in meinem Buch, dass die Wirtschaft immer schwächer wird und dass also über die letzten Jahrzehnte immer weniger investiert wurde, vor allem von den Unternehmen, aber auch vom Staat. Die Produktivität ist nicht mehr so gestiegen und das wurde ausgeglichen durch immer mehr Geldeinschub, dass die Zentralbanken auf inzwischen schon in absurden Mengen neues Geld in die Wirtschaft pumpen und das reicht gerade so, um die Wirtschaft halbwegs am Laufen zu halten. Aber das ist ein Spiel, das man einfach nicht mehr lange weitertreiben kann. Also Geld Und produziert Geld, sagen Sie im das. Grunde. Geld produziert Geld und die Finanzindustrie beschäftigt sich mit sich selbst und hat mit der realen Wirtschaft nicht mehr so richtig viel zu tun. Und diese reale Wirtschaft, also dass irgendwas hergestellt wird, die geht so Stück für Stück den Bach runter. Ja, die wird immer mehr darauf getrimmt, den Kapitalbesitzern ihre Rendite zu bringen. Aber wenn eben nicht investiert wird,
was Teil dieses Renditespiels ist, dann ist eben immer weniger da und das bekommt immer mehr den Charakter einer Zitrone, die ausgequetscht wird. Und irgendwann ist sie eben ausgequetscht und dann kommt nicht mehr viel. Und das mit den extremen Niedrigzinsen und Geldeinschüben, das lässt sich halt auch praktisch nicht mehr zurückdrehen, weil sonst die Wirtschaft völlig einbrechen würde. Das heißt, wir gucken in den Abgrund und wissen, wir stürzen hinein, oder können wir das noch ändern? Wir können das im Prinzip ändern, aber nicht ohne, dass es einen Zusammenbruch gibt. Der Zusammenbruch dieses Finanzschneeballsystems muss eigentlich kommen, aber der muss nicht so schlimm sein, wenn man es nicht macht wie früher und alle Ansprüche der Kapitalbesitzer einfach über alles stellt, sondern es eher so macht wie die Isländer mit ihren drei Riesenbanken damals. Die haben die Pleite gehen lassen, haben das übernommen, was wichtig war, um den Zahlungsverkehr weiterlaufen zu lassen. Und dann ist Island nicht viel passiert der Bevölkerung. Während bei uns, da hat die Regierung sogar hunderte Milliarden eingeschossen, nur um ein paar kleine bis mittlere Banken vom Zusammenbruch zu retten. So darf man es eben nicht machen, sondern diejenigen, die bisher profitiert haben, müssen halt auch ausnahmsweise mal die Lasten tragen, die Kapitalbesitzer. Um die Wirtschaft muss man sich dann eben kümmern und die kann man auch anders aufstellen. Dennoch wird hier gerade eine Bundesregierung gebildet, bei dem eine Partei, nämlich die FDP, sagt, keine Belastung für Vermögende. Wäre das der richtige Weg, um sozusagen diesem Desaster zu entkommen, das Sie befürchten? Also das Problem ist nicht, die Vermögenden zu belasten. Das, was sein muss, ist, die Vermögenden nicht zu subventionieren, wie das in der Vergangenheit immer passiert ist. Da ist ja mit riesigen öffentlichen Geldern sind die Vermögen der Vermögenden geschützt worden, sind sie vor Verlusten bewahrt worden und das darf einfach nicht mehr passieren. Es geht, man muss gar nicht aktiv schröpfen. Und dann geht es eben darum, den Finanzsektor und insgesamt den Kapitalismus zu zähmen, dass die Unternehmen eben nicht wie bisher ein Spielball für die Kapitalinteressen sind und nur dazu dienen, möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften, weil das steht nicht unbedingt in Einklang mit den Interessen der Bevölkerung. Wie kann man diesen Bewusstseinswandel in den Entscheidungsetagen denn sozusagen herbeiführen? Also es passiert schon, es gibt ja diese sehr interessante Initiative des Verantwortungskapitals, wie es zunächst hieß. Da ist durchaus auch die Wirtschaft daran beteiligt und politische Kreise, wichtige Kreise aus beiden. Inzwischen heißt es GmbH mit gebundenem Kapital. Das geht sehr in die Richtung, die mir vorschwebt, so in Richtung Stiftungsmodell. Das heißt, die Unternehmen stehen im Wettbewerb, sie sollen auch Gewinne machen und wollen Gewinne machen, aber die Gewinne dienen nicht dazu, Ansprüche von Kapitalbesitzern zu befriedigen, sondern die bleiben im Unternehmen, und werden dafür verwendet, zu investieren, besser zu werden, bessere Produkte zu machen und mehr. Also letztlich gehört das Unternehmen dann sich selber, nicht dem Staat, sondern sich selber. Und dient eben dazu, seinen Zweck zu erfüllen, nämlich Also die Gutes Wirtschaft, wenn und ich das so Gesundheit. verstehe, richtig soll wieder so funktionieren, wie man sich das so bilderbuchmäßig bei einem guten, ehrlichen Kaufmann mit einem mittelständischen Betrieb vorstellt. Genau so, ja. Die machen ja auch Gewinne, aber die machen, die wollen gut leben, ne? Aber die sacken ja deswegen nicht Millionen und Abermillionen ein, sondern die wollen gut leben. Und wenn es ansonsten gut läuft, dann dient es dazu, das Unternehmen wachsen zu lassen und voranzubringen und zu investieren, und nicht dazu, irgendjemand hohe Rendite zu verschaffen. Also es gibt da nicht dieses leistungslose Einkommen, wie wir das als Aktionäre eben beziehen. Wir müssen ja überhaupt nichts machen, außer die Aktien zu besitzen, außer Geld zu haben. Und der Finanzsektor sorgt dann dafür, dass alles so eingerichtet ist, dass die Rendite von selber kommt.
Was sagen Sie den Leuten, die Ihnen sagen, die Analyse, die könnte ich nachvollziehen, aber eine Änderung, die sehe ich nicht in der nächsten Zukunft? Was sagen Sie denen, die sagen, ganz schön blauäugig? Naja, also Island ist ein gutes Beispiel. Da war es so extrem, die Banken waren so riesig, dass es überhaupt nicht in Frage kam, die Kapitalisten daraus, also die Kapitalbesitzer daraus zu hauen. Das hat sogar dazu geführt, dass England so halb mit Krieg gedroht hat, und weil es eben sehr viel von den Kapitalbesitzern in Großbritannien waren. Aber man konnte da letztlich gar nicht nachgeben, weil es einfach zu viel war. Und dann hat man einfach die Kapitalbesitzer auf ihren Verlusten sitzen lassen. Das geht in die Richtung, glaube ich. Also das, was der nächste Finanzzusammenbruch, der wird nochmal deutlich größer als der von 2009. Und ich habe schon die Hoffnung, dass dann die Erkenntnis sich durchsetzt, dass man da das Kapital nicht mehr raushauen kann mit öffentlichem Geld. Wann wird es soweit sein, wenn Sie eine Prognose wagen? Also ich sehe diese Mangelwirtschaft und die jetzt anziehende Inflation schon erst als erste Anzeichen, dass wir uns in die Richtung bewegen. Wirklich nur erste Anzeichen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es noch 10 Jahre weitergeht. 5 Jahre würde mich wundern. Alles darunter halte ich für wahrscheinlich. Aber das ist natürlich ziemlich in die Glaskugel geschaut. Ne? Das ist notorisch schwierig, das zu prognostizieren. Das kann eigentlich niemand. Aber Glaskugel schauen bringt ja durchaus Spaß. Norbert Hering, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.